Georg. Was los, ha? Läuft gerade nicht so. Wo drückt denn der Schuh? Der Winter ist es. Der Winter? Ja, der Winter. Was macht er denn, der Winter? Na ja, er ist erstmal da. Gut, aber das ist ja jetzt erstmal so nichts Neues. Er schlägt mir gerade ganz ordentlich aufs Gemüt. Ich sag's dir. Und inwiefern, also... Es ist durchgehend dunkel, Georg. Ja, das ist allerdings nervig. Ich steh auf. Es ist dunkel. Ich fahr zur Arbeit. Es ist dunkel. Ich fahr zurück von der Arbeit. Und es ist dunkel. Das ist belastend, Georg. Das verstehe ich. Wenn's wenigstens mal wieder richtig schneien würde. Ja. Das haben wir uns echt verbockt, ha? Dann könnten wir rodeln gehen, wie früher. Meinst du denn, der Schlitten würde dich halten, Dieter? Ach, natürlich. Ich bin doch rank und schlank, aber stattdessen immer dieser Regen. Ach, nervig. Jedes Mal, wenn ich bei der Arbeit ankomme, sehe ich aus wie ein nasser Dackel. Entschuldigung, Dieter. Dann dieser Stress, der jetzt ansteht. Welcher Stress? Ach, der Weihnachtsstress. Aber wieso? Weihnachten ist doch was Schönes. Ach, ich bin nicht in Stimmung, doch. Aber Dieter, vielleicht musst du dich auch einfach mal drauf einlassen, ha? Huh? Gestern waren es 19 Grad, Georg. Da ist es ein bisschen schwierig mit dem drauf einlassen, ha? Huh? Ja, das macht's natürlich nicht gerade leichter, du. Und hast du mal die Nachrichten geschaut, Georg? Corinna wütet, als gäb's kein Morgen mehr. Da ist mir auch nicht gerade nach Besinnlichkeit. Aber Dieter, man kann doch auch einfach mal das Positive an der ganzen Sache sehen, ha? Huh? Ich weiß ja nicht. Die schönen Lichter, der leckere Glühwein, die schönen Lieder. Einfach mal darüber freuen, dass eine besinnliche Zeit kommt, Dieter. Zeit für Gemütlichkeit, für Ruhe. Also bei mir gibt's jedes Weihnachten Stress, du. Ach, Dieter. Na, was denn? Du findest auch immer ein Haar in der Suppe, hm? Huh? Es ist doch aber nun mal so. Und warum, wenn ich fragen darf? Na, weil die Gertrud immer was zu meckern hat. Und wieso, wenn ich fragen darf? Na, weil sie nie mit ihren Geschenken zufrieden ist. Und was schenkst du ihr so, wenn ich fragen darf? Naja, unterschiedlich. Letztes Jahr gab's Socken. Socken, Dieter? Dieses Jahr gibt's eine Bratpfanne. Eine Bratpfanne, Dieter? Ja, ja. Mit extra Anti-Haftbeschichtung. Die war beim Lidl im Angebot. Also, Dieter. Was? Da wundert's mich nicht, dass die Gertrud ein bisschen schlecht drauf ist, du. Wieso? Sie kocht doch so gern. Aber das ist doch nichts Persönliches, Dieter. Aha. Geschenke, die sollten vom Herzen kommen, du. Meinst du? Da bin ich mir sogar sicher. Ich werde drüber nachdenken, Georg. Komm, Dieter. Wir ziehen los auf den Weihnachtsmarkt, ha? Huh? Ach, Georg. Ich weiß ja nicht. Dann gibt's einen Lumumba, Schmalzgebäck und gebrannte Mandeln. Gut, du hast mich überzeugt. Wusste ich's doch.